أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder in Islam, jetzt sind wir hier mit unserem Sheikh Abdulrahman Al-Turaif und der ist aus Saudi-Arabien in der Universität von Dammam, wo bei der medizinischen Abteilung er zuständig ist für die Aqida-Wissenschaft, denn wie ihr wisst, in Saudi-Arabien, egal in welche Universität man geht und studiert, sei es Medizin, sei es Technische, sei es andere, ist immer bis zum Abschluss Religionsfach eine Pflichtfach und der Sheikh ist dafür verantwortlich, dass er unterrichtet Islamwissenschaften in der Universität der Medizin. Und der Sheikh, wie ihr schon seht, auf dem Tafel hier geschrieben, ist die Frage, wie kann ich das Monat Ramadan zu einer Veränderung machen und eine Veränderung, das für Ewigkeit gültig haben wird. Das heißt, wir wollen nicht eine Veränderung machen nur im Monat Ramadan, sondern es wird eine Veränderung geben im ganzen Leben. قبل أن نبدأ يا أخواني نأخذ نفس عميق. Das heißt, liebe Brüder, bevor wir anfangen, jeder soll tief atmen. ثم نتنفس الصعداء. Natürlich und dann jetzt und glücklich wieder ausatmen. لأن محاضرة بعد محاضرة ربما. Weil nach einem Vortrag, einen zweiten Vortrag anfangen ist vielleicht für euch zu viel oder schwer belastend. لكنكم أنتم أهل للصبر على طلب العلم. Aber ihr seid die Leute, die die Eigenschaft besitzen, geduldig sind für diese Wissen zu erlangen. فكان الدروس شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير. Liebe Brüder, das Vortrag von unserem Sheikh Abdul Karim al-Khudair. من أربع إلى خمس ساعات متواصلة. War einmal ein Vortrag vier bis fünf Stunden ununterbrochen hat er mal teilgenommen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، الدهر ذو غير. Das heißt, liebe Brüder, die Zeit ist immer eine Zeit, was sich ändert. Das heißt, die Welt ändert sich schnell. والعبد منا ذو ضجر. Und derjenige Mensch in diesen Veränderungen ist ein Diener, ein Mensch, der immer sich beschwert. وما هو إلا قضاء وقدر. Und er soll wissen eigentlich, dass alles schon vorgeschrieben ist und passieren wird. فطوبى لمن أصابته سراء فشكر. Das heißt, frohe Botschaft demjenigen, dem was Gutes gekommen ist und der hat sich dann bei Allah bedankt. فطوبى لمن أصابته ضراء فصبر. Und frohe Botschaft demjenigen, dem ihm eine Katastrophe passiert ist und dann er dafür geduldig gewesen ist. وطوبى لمن أصابته بلوى فاعتبر. Und demjenigen ein Geschehnis passiert ist, eine frohe Botschaft denjenigen, dem ein Geschehnis passiert ist und der hat davon seine Lektionen genommen. فقد يهلك المرء من حيث حذره. Das heißt, derjenige wird von dem zugrunde gehen, von dem er immer Angst hat. وقد ينجو من حيث حذر. Und er wird aber Erfolg haben von den Dingen, die er gewarnt hat, indem er sich davon in Schutz nimmt. رب أمر تتقيه. Und es gibt Leute oder Dinge, eine Angelegenheit, wo er sich fürchtet. جر أمرا ترتجيه. وما ترتجيه يعني. يعني تتمناه. Das heißt, und dann kommt manchmal Dinge, dann er sagt, hätte ich das doch gemacht. Und hofft und verlangt, dass er hofft. خفي المحبوب منه. Deswegen, die Dinge, die er liebt, kann vielleicht manchmal geschlossen sein oder versteckt sein. Und manchmal kann die Dinge, die er liebt, so sich zeigen, dass das unerwünschte Sachen sind. Deshalb sagt der Erhabene, vielleicht Dinge, die ihr nicht erwünscht, das kann für euch besser sein. Und Dinge, die ihr liebt, وهو شر لكم. Kann sein, dass das für euch schädlich sind. والله يعلم. Allah weiß es. وأنتم لا تعلمون. Aber ihr wisst es nicht. أما بعد. Danach, liebe Brüder.
فحديثنا أيها الإخوة unsere Vortrag heute, liebe Geschwister, ist عن شهر عظيم كريم über einen gewaltigen Monat, was wir sprechen werden. قال عنه جل وعلا worüber sagt Allah عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام all ihr Gläubigen, auf euch wurde das Fasten geschrieben, Pflicht كما كتب على الذين من قبلكم wie es vor euch euren Vorgängern als Pflicht geschrieben worden ist. لعلكم تتقون damit ihr gottesfürchtig sein sollt. فليس الهدف من الصيام das heißt das Ziel vom Fasten الجوع والعطش ist nicht dass man hungrig bleiben soll oder durstig bleiben soll ولكن المقصود هو تحقيق التقوى aber das Ziel von das Fasten ist dass man soll die Gottesfürchtigkeit erreichen والنبي صلى الله عليه وسلم يقول und der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagt إذا دخل رمضان wenn das Monat Ramadan eintrifft فتحت أبواب الجنة so werden die Tore des Paradies geöffnet وأغلقت أبواب النار Und die Tore vom der Höllenfeuer werden zugemacht. Und die Satane, Dämonen, werden in die Ketten eingeschlossen oder gebunden. Und dann wird gesagt, O derjenige, der das Gute wünscht, nehme es jetzt an. Und O derjenige, der noch weiter in Sünden ist und weiter Sünden geht, höre jetzt auf. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان. Und Allah hat in jeder Nacht, und das ist immer noch das Überlieferung, und Allah hat in dieser jede Nacht von Ramadan عتقاء من النار. Menschen, die er wird von der Höllenfeuer befreien und ihnen vergeben. أي لا يضرهم بعد ذلك معصية. Das heißt, wenn er von der Höllenfeuer befreit worden ist, sagt noch der Gesandte, ihnen wird keine Sünde danach mehr Schaden fügen können. إخواني الكرام، liebe Geschwister، الدورة بعنوان، unsere heutige Vortrag hat einen Überschrift، رمضان فرصة للتغيير، Ramadan Monat ist eine Gelegenheit sich zu verändern، وأنا أتمنى أن يكون، und ich hoffe dass es wird، كل واحد معكم أو منكم، dass jeder von euch jetzt hier، ورقة وقلم، hat Stift und Papier vor sich، وهذا أمر إلزامي. Und das ist ein bindendes Befehl zu euch jetzt. على الجميع. Für euch alle. شهر رمضان. Das Monat Ramadan. يتميز عن سائر الشهور. Hat eine Eigenschaft, was andere Monate nicht haben. بخمس مميزات. Hört hier ruhig, guck mal, Brüder. Ihr dürft nicht zu viel laut sein. Das heißt, das Monat Ramadan hat fünf Eigenschaften, was andere Monate nicht haben. Und das ist wirklich so. Und versucht das mitzuschreiben, damit ihr das ausnutzen könnt. Und wir wollen das schnell aufzählen, diese fünf Eigenschaften von Ramadan. Erstens, du sollst ein tägliches Programm tun. Zweitens, Ramadan, Monat soll für dich sein, das Monat für Entscheidungen. Al-Injaz. Und drittens, Programm, das du ausführen wirst. Al-Khuruj al-Ma'luf. Und das vierte ist, dass du von Dingen, Problemen rauskommst. Tanzim al-Waqt. Und fünfte ist, Ramadan ist Organisation des Zeits. Awaluha al-Barmaja al-Nafsiyya. Und das erste ist, wir sagen, Ramadan ist das Monat, wo du sollst wo du organisierst deine Zeit. فإذا أردت أي تغيير في حياتك. Das heißt, liebe Brüder, wenn du möchtest eine Veränderung in dein Leben haben, يجب أن تكرره ست مرات فأكثر. Dann musst du diese Sache, damit das eine Gewohnheit wird, eine Veränderung wird, musst du sechsmal wiederholen in dein Leben. فبعد ذلك. Wenn du sechsmal eine Sache wiederholt hast, تحدث تغييرا جذريا. So wird diese Veränderung bei dir eine Gewohnheit werden. في حياتك كلها. In deinem ganzen Leben. ورمضان. Das Monat Ramadan. يعودنا. Hilft uns. على أن نبرمج. Dass wir uns ein Programm fügen. حياتنا على برمجة معينة. Dass wir einem bestimmten besonderen Leben programmieren. نصوم شهر كامل. Wir werden einen Monat fasten. ففي بداية الشهر. Am Anfang des der Monat Fasten. لمن لم يعتد على الصيام. Wer vorher sich nicht eingewohnt hat zum Fasten, freiwillige Fasten. هناك صعوبة.
So wird er am ersten Tag Schwierigkeiten haben. اليوم الأول والثاني am ersten Tag, zweite Tag, dritte Tag wird er Schwierigkeiten haben. وبعد اليوم السادس aber am sechsten Tag danach يعتاد الجسم على الصيام. Das Körper ist gewohnt und wird dann die restlichen Tage fasten können. فيضعف الشعور بالجوع والعطش. Deswegen wird er dann nicht mehr fühlen Durstigkeit und Hunger. أو الآلام التي يشعر برأسه. Oder das Kopfschmerzen wird auf einmal nach dem sechsten Tag nicht mehr da sein. إذن Das heißt, liebe Brüder, إذا أردنا أن نغير في حياتنا wenn wir wollen etwas in unserem Leben verändern ونتعلم من رمضان so müssen wir das vom Monat Ramadan lernen. لأن رمضان يثبت لنا denn das Monat Ramadan hat uns bewiesen أن عندنا قدرات خارقة dass wir haben außergewöhnliche Eigenschaften, Fähigkeiten لتغيير حياتنا dass wir können unsere Leben komplett ändern. ما الذي يمنع أن تكون حياتنا كلها لله؟ Was kann uns verhindern, dass unser Leben nicht wird für all das ganze Leben für Allah Azza wa Jalla? Was hindert uns davon? فيقال عن أحد السلف Deswegen wird von einem großen Gelehrten gesagt أنه لو قيل له wenn ihm gesagt werden wäre سوف تموت غدا du wirst morgen sterben ما كان عنده زيادة so wird er sagen ich habe nichts mehr was ich noch tun könnte für Anbetungen. لذلك يقول جل وعلا Deshalb sagte Erhaben Allah, يقول جل وعلا, so sagte Erhaben Allah, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. So bete Allah Azza wa Jalla einzig allein an, bis dir der Tod kommt. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Oder in einem anderen Vers in der ungefähren Bedeutung sagte, ich habe die Dämonen und die Menschen erschaffen, damit sie mir einzig allein die Anbetung richten, machen. إذن اجعل حياتك كلها لله. Deshalb, liebe Geschwister, Verändere dein Leben, indem du dein ganzes Leben nur für Allah Azza wa Jalla machst. ولن تستطيع أن تصل إلى هذا. Und das kannst du niemals erreichen. إلا إذا كنت ممن ينوع في العبادات. Wenn du versuchst in deinen Anbetungen es in vielen Arten zu tun. فبعض الدعاة. Es gibt einige Prediger. يضعف في دعوته. Dass er in seiner Dawa was er macht. Hat Schwäche, zeigt Schwäche. بسبب أنه جعل weil er hat einen seine Dawa كل أوقاته دعوة للدعوة hat er nur für die Dawa Zeit gelassen. فلا يحرص على صلاة الجماعة. Das heißt, er achtet nicht mehr auf das Gemeinschaftsgebet. وقد ينام عن الصلاة المكتوبة في بعض الأحيان من الإرهاق والتعب. Und manchmal dieser Person Prediger verschläft die Pflichtgebete, das heißt, es, weil er war zu müde und er hat das Gebet verschlafen. Und ihm ist Tage vergangen. Und er liest kein Koran. Und er vermehrt sein Wissen nicht. Und das ist nicht die Methode des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Die Methode des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist, dass er seine Anbetung zu Allah azza wa jalla vervielfältigt hat. ولذلك فوائد عديدة. Und das hat viele Nutzen. منها. Erstens Nutzen davon ist. الاستمرار. Dass man weitermacht. عدم الملل. Und hat keine Langeweile mehr. ويكون يوم القيامة. Und am jüngsten Tag. ممن. Gehört er zu denjenigen. تقرب إلى الله بجميع القربات. Die sich zu Allah عز وجل mit vielen Arten von Anbetungen genährt hat. فلا يكون باب من أبواب الخير إلا وطرقه. Deswegen er hat keine Tür weggelassen, was für gute Sachen ist. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. So beten wir Allah عز وجل, möge Allah uns von solchen Leuten machen, die viele verschiedene Arten von Anbetungen haben zu Allah. الميزة الثانية. Und die zweite Eigenschaft ist von Ramadan. اتخاذ القرار. Dass man Entscheidungen treffen soll. الإخوة الذين جاءوا من بعيد لهذا الدرس. Das heißt, die Brüder, die außerhalb dieser Stadt zu wegen diesem Unterricht gekommen sind. أو لهذه الدروس. Oder zu diesen Vorträgen kommen. كان عندهم قوة في اتخاذ القرار. Zeigt Beweis, dass sie haben eine starke Entschlossenheit gehabt, Entscheidungen zu treffen. وحياتنا كلها. Und unser ganzes Leben.